Lassi? Ach Gott, was leid. Die ganz Hickser siehe die von Frankenthal. Die selbe Bagage wie immer. Lauter gutes Chores, ja. Was ist, wer schon früher komme? Aber wenn man mal so unter über 100 ist, da wird man vorsichtig. Und da steige ich immer rückwärts aus dem Bus. Und ausgerechnet heute bin ich 5 Stationen zu weit gefahren. Denn immer, wenn ich aussteigen wollte, ist einer gekommen, hat mir von hinten einen Schubs gegeben, hat gesagt, wenn Sie sich nicht beeilen, kommen Sie nicht mehr mit. Ja. Ach Gott, ist das schön. Endlich wieder schöne Menschen vor einem. Menschen halt, ja. Schönheit vergeht. Da sehen Sie bei uns älteren Damen. Der liebe Gott hat die Frau als edle Praline geschaffen. Aber liebe Männer, ja. Aber liebe Männer, lassen Sie sich davon nicht täuschen. Wenn der Süße mal weg ist, bleibt nur noch die Schachtel. Ja. Sie? 2 Jahre lang waren wir eingesperrt. Ich hab mich schon gar nicht mehr auf die Gasse getraut. Sie, ich bin bloß noch nachts raus mit meinem Latenchen. Sie, und da bin ich nachts an einem Haus vorbeigekommen. Da wohnt eine Familie drin, die hat 7 Kinder. 7 Kinder. Alles Mädchen. Und der Mann hat gesagt, er hört erst auf, wenn ein Bub kommt. Habe ich zu der Frau gesagt, vergiss es. Ihr Mann hat kleine Fies. Und meine Mutter hat immer gesagt, Männer mit kleinen Fies machen bloß die Mädchen. Da, wenn sie wollen, dass das aufhört, suchen sie sich ein Liebhaber mit großen Fies. Am nächsten Tag hat bei der Frau der Kohlemann geklingelt. So fies hat er gehabt. Was sie sagt, sie können sich 50 Euro verdienen, wenn sie mit mir Liebe machen. Oder gesagt, Geld kann man immer gebrauchen. Hinterher hat sie gesagt, was macht sie denn jetzt mit dem vielen Geld? Er sagt, das kann ich Ihnen sagen. Ich gehe jetzt erst einmal in die Stadt, kaufe mir ein paar neue Schuhe. Die, wo ich auch habe, sind von der Caritas, sie sind 5 Nummern zu groß. Ja. Jetzt, wo Corona rum ist, haben die Hermine, die Lisbeth und ich uns überlegt, wie wir unsere neue Freiheit genießen können. Oh, die Lisbeth sagt, was, wir machen eine Kreuzfahrt. Es gibt so Menschen in unserem Alter, die gehen nicht mehr ins Altersheim, die gehen auf ein Kreuzfahrtschiff. Das ist viel billiger als ich. Du hast auch nicht bloß so ein kleines, vollgestopptes Zimmerle. Nein, du hast eine Kabine mit Balkon und Seeblick. Ja, und wenn du sterbst, hast du noch eine kostenlose Seebestattung. Ne? Ja. 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 Ich sag, und jede Kabine hat ihren eigenen Stehwert. Und die Hermine gesagt, was ist dann ein Stehwert? Ich gesagt, ein Stehwert ist einer, der steht da und wart, bis er da was helfen kann. Ja. Sieh, dann haben wir uns mal so ein Prospekt von so einem Kreuzfahrtschiff kommen lassen. Ach, sieh, wir sind ja zu Tod verschrocken. Das sind ja Hochheißer auf dem Wasser, Wolkenkratzer auf dem Schiff, 40 Stockwerke hoch, 5000 Menschen zusammengepfercht und in Kabine übereinander gestapelt. Also bei den Hühnern haben sie die Käfighaltung verboten. Nicht? Ja. Nicht? Bei den Kreuzfahrtschiffen haben sie wieder eingeführt. Ja, ich habe gesagt, no, das machen wir nicht.
gehen wir lieber wieder mal in Mannheim auf der Blanker See Kaffee trinken. Sieh, da hat ein neues Kaffee eröffnet, das ist total verspiegelt. Die Wände von unten bis oben total verspiegelt. Der Spiegelsaal in Versailles ist in Dreck gegangen. Und da sind wir dann hingegangen, da haben wir der Hermine ihren neuen Rollator eingeweiht. Ja. Ja, die ist ja so ein bisschen da aus dem Wind. Nicht? Und die hat jetzt das, den Rollator Dementia. Nicht? Der sagt ja nicht bloß, wie du wohin kommst, der sagt ja auch, wann dort bist, was eigentlich dort gewollt hast. Nicht? Ja. Und dann sind wir in das Café neu, alles verspiegelt und da hockt man sich nicht gleich über. Na, da hockt man nebeneinander am Tisch. Dann haben wir uns nebeneinander hingesetzt und seinen Kaffee und den Schwarzwälder bestellt. Vormals ist die Hermine, guck mal, die drei Alte da drüben, die Guggelaven drüben. Da hat die Lisbeth gesagt, die werden auch von meinem sein. Ah, guck mal, die SA Schwarzwälder. Na ja, die wissen halt, was gut ist. Ich sag, das mischt man doch nicht, die gucken rüber und kauen und grießen nicht einmal. Was ist denn jetzt auf und gehen rüber und sagen nicht Bescheid? Und die Lisbeth sagt, hock dich wieder hin, aber kommen sie rüber. Nicht? Ja. 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 Ja, Sie, wissen Sie, wie wir uns die Corona-Zeit verkürzt haben? Die Lisbeth war ja Handarbeitslehrerin und da haben wir wieder angefangen zu stricken. Stricken ist ja hochmodern, überall wird gestrickt, auch in der hohen Politik, in Berlin. Aber die einen stricken links rum, die anderen stricken rechts rum, die anderen stricken gar nicht. Jeder gerade so, wie er will. Nicht? Das kann ja nichts werden. Also manchmal denke ich, die in Berlin haben nicht mehr alle Maschen auf den Nadeln. Ja. Stricke auf, acht drauf los. Das hast du bei der Corona-Politik gesehen. Da haben sie vieles mit heißer Nadel gestrickt. Was die montags gestrickt haben, haben sie sonntags wieder aufziehen müssen. Und dann die Staatsverschuldung, die Corona-Gelder. Wer soll denn das bezahlen? Liebe Politiker, auch in der Politik reicht es nicht aus, wenn man stricken kann. Na, da muss man auch stoppen können. Genau. Das ist schon an den Strompreisen. Das kannst du bald nicht mehr bezahlen. Der Strom wird ja so teuer. Auch für die Politiker. Also bei den Strompreisen wird mancher Politiker in Berlin froh sein, dass er keine große Leuchte ist. Nicht? Ja. 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 Dann haben wir gesagt, wie können wir uns jetzt erkenntlich zeigen? Die Männer in der Nachbarschaft haben ja während Corona immer für uns Eier gekauft und uns die Tasche vor die Tür gestellt. Man könnte doch denen was stricken. Ja, die Lisbeth sagt, was man stricken? Männerbadehose. Männerbadehose. Ja, und was machen wir für ein Muster vorne drauf? Machen wir Dokaros oder Rhombe oder Quadrate. Und dann hat sie gesagt, wir haben doch dieses Jahr die Bundesgartenschau, die Buga in Mannheim. Was, wir machen denen Männer vorne Blumenmuster drauf. Und die Hermine sagt, aber was für Blumen soll ich denn da vorne drauf machen? Ich weiß so gar nicht, wie der Kerl anatomisch unrum gebaut ist. Stell dir mal vor, ich mache dem eine Gänseblümche drauf. Und dann ist er tödlich beleidigt, weil er eine Stechpalm will. Ja. 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 Ja.
ich ja gesagt, es ist doch ganz einfach. Guck dir dich einfach die Nase von den Männern an. Du kennst den Spruch, wie die Nase des Mannes, so ist sein Johannes. Ja, und dann haben wir uns in Gedanken die Nase von den Nachbarn angeguckt und haben dementsprechend dann die Blume vorne drauf gemacht. Also Knollebegonie, Engelstrompete, Trauerweide, Königskätze, fleißige Lieschen und Glockenblume. Große Glocke, kleine Glocke. Die mit der Glocke habe ich dabei, ich wollte sie mal sehen. Und krieg ich die fleißige Lieschen, aber schon auf für sie habe ich die Hänge Geranien. Sie und zwei von unseren Nachbarn haben die Männerbadehose so gut gefallen, die haben die den ganzen Sommer nicht mehr ausgezogen. Jetzt waren die knackig braun, von Kopf bis Fuß, bloß die mit war käseweiß. Jetzt wollte denn ihr Frauen mit denen nach Mallorca zum FKK-Strand. Haben sie gesagt, so nehmen wir euch nicht mit, es sieht doch nicht gut aus, knackig braun, die mit ist käseweiß. Und haben die zwei Frauen ihr Männer in Mannem am Negerstrand in den Sand eingebuddelt. Der Kopf, der Oberkörper, die Arme, die Füße, die Bar, alles war im Sand verbuddelt, bloß die mit hat rausgekommen. Dass er braun wird. Erschien ausgerechnet an dem Tag sind die Hermine und die Lisbeth dort spazieren gegangen. Sagen wir, sich die Hermine Lisbeth, guck mal, was sie auf dem Boden liegt. Die Lisbeth, die hat gesagt, das gibt's doch nicht. Das gibt's wirklich nicht. Die Lisbeth ist noch mit ihrem Stock hier, ob es ist. Dann hat sie gesagt, also Hermine, wenn ich gewusst hätte, dass die in meinem Omega wild wachsen, hätte ich nicht dreimal geheiert.